satisfaction. Oh, I can get no. Can you? Wow. Der neue Mick Jagger aus Offenburg. So, jetzt noch einen kleinen Moment Geduld, dann kommen Sie zurück. Vorher gibt's noch die Vorschau für den nächsten Disney Club. Pluto wundert sich vor dem Spiegel. Darkwing Duck wundert sich vor den Schranken des Gerichts. Das geschriebene Geständnis und die übereinstimmenden Aussagen von über 500 Augenzeugen. Das könnte gefährlich sein. Also und Ariel wundert sich über ein ganz seltsames Dings da. Wir feiern mit euch Fasching, Karneval und Fasnacht und spielen mit euch ein Verkleidungsspiel. Ihr seid beim Karneval der Tiere dabei. Und wir haben nächste Woche Musik und zwar Fool's Garden. Und jetzt, ich freue mich so auf dich. Auf dich, auf dich, auf dich. So heißt der Song von Bandits. Viel Spaß. Du hast dich wieder mal aus dem Staub gemacht. So vieles hier, was an dich erinnert. Auch wenn ich weiß, du bist nicht für lange fort. Würde jedes Mal wird es schlimmer. Jedes Tippen dieser Ohren nicht mehr. Wie auf Schwingen von einem Albatros. Ein paar Stunden und dann hab ich dich wieder. Und dann lass ich dich bestimmt nicht mehr los. Hey, freu mich so auf dich, so auf dich. Ohne dich lief mir gar nichts. Wann bist du geil und endlich bei mir? Woran das liegt, das weißt du doch ganz genau. Jetzt hilf mir bitte, das zu verdauen. Und im Stau bekomm ich dann feuchte Hände. Jeder Flieger macht mich völlig nervös. Bitte mach doch diesem Marzen ein Ende. Was ich da drin habe. Juwelen. Nein, keine Juwelen. Eine echte Regenwolke. Oh, ehrlich? Ja. Die möchte ich sehen. Ich auch. Hoppala. Da ist da gar nichts drin. Nee, also ehrlich. Auf jeden Fall keine Regenwolke, du. Es war ja auch nur ein kleines Ablenkungsmanöver. Musketiere.
it's the one for the money, two for the show, three to get it in and out, go cat, go cat, don't you? Step on my boots, race you. Well, you can do anything, but if you over my boots, race you. Well, if you knock me down, step in my face, step in my name all over the place. Well, do anything, what you wanna do? Wenn Sie Geld brauchen, brauchen Sie ein Los der Goldenen Eins. Die ARD-Fernsehlotterie. 1 Million und mehr gewinnen. Keiner hat mehr Verständnis. Praxis Dr. Brockmann? Für unsere Wehwehchen. Ich bin zu fett. Als der Herr Doktor? Vielleicht rufen Sie in 2 Stunden nochmal an. Und seine Mannschaft. Sag mal, hat Pia dich auf unsere Liebesbriefe angesprochen? Haben Sie schon einen Termin? Ich bin privat versichert. Ja, macht nichts, wir nehmen Sie trotzdem. Da bläht sich alles bei mir, Herr Doktor. Praxis Bülowbogen ab 7.2. jeden Montag 18.55 Uhr. ARD, das will ich sehen. Acht Tage vor Olympia fragen wir in der Sportschau nach der Sicherheit bei den olympischen Abfahrten. Slalom-Olympia-Generalprobe in der spanischen Sierra Nevada. Die deutschen Kombinierer suchen den 4. Mann und Nancy Kerrigans Comeback nach dem Eisenstangenattentat. Willkommen zur Sportschau, meine Damen und Herren. Schneller, höher, weiter. Das olympische Motto hat ja einen Zusammenhang, wenn man so will, mit einer gnadenlosen Kommerzialisierung den Sport in den vergangenen Jahren immer mehr in Misskredit gebracht. Ich denke da an die zahlreichen Doping-Affären, die es gegeben hat und an den Drang nach dem Spektakulären, der oft die Sicherheitsstandards in den Hintergrund gedrängt hat, wie zuletzt auch am Sonntag in Garmisch-Partenkirchen, wo ja Uli Meier, die österreichische Abfahrerin, unter immer noch nicht geklärten Umständen zu Tode kam. Nun fragt sich natürlich ein jeder, wie sicher sind denn die Abfahrten in Lillehammer, wo es ja bald losgehen wird. Sie wissen, dass Bernhard Russi, der die Abfahrten gesteckt hat, den Damen ja zunächst eine etwas leichtere Abfahrt zugedacht hat. Aber dann gab es den Fahrerinnenprotest. Die Damen wollten auf die Herrenabfahrt, die schwieriger ist. Dem hat man stattgegeben. Und es wäre ja alles nicht so schlimm, wenn es da genügend Knautsch- und Sturzzonen gibt, die in Garmisch ja offensichtlich nicht vorhanden waren. Über die Sicherheit der Olympia-Abfahrt in Lillehammer nun ein Bericht von Bernd Schmelzer. Kjetfjell, 55 Kilometer nördlich von Lillehammer gelegen, Austragungsort der Königsdisziplinen im alpinen Skisport. Die letzten Vorbereitungen am Starthaus für den Abfahrtslauf der Herren sind im vollen Gange. Alles verläuft derzeit planmäßig, wenngleich das Wetter den Organisatoren noch einige Probleme bereitet. Ja, hier haben wir so ungefähr 3 Meter mit Schnee und dies bringen wir weg heute Abend mit Maschine und so ein großes Fräs und bringen dann auf die andere Seite auf die Netze hier. Über 3000 anspruchsvolle Meter liegen ab hier vor den Herren. Und nur etwa 500 Meter weniger haben die Damen zu absolvieren. Also hier ist die Damenabfahrtstart, das ist neu gebaut, weil wir haben vorher die Damenabfahrt in Hafen gehabt. Jetzt ist die Abfahrt in Kjetfjell und hier ist der Start. Trotz des vielen Neuschnees wird die Piste hart sein, in manchen Passagen sogar sehr hart. Ja, hier haben wir den Schnee mit Wasser gearbeitet und dann nachher mit einer Maschine mit Fräs. Das machen wir, warum hier haben die Läufer viel Druck auf die Ski und wir wissen, dass es hier sehr hart ist. Die olympische Abfahrt hat viele Gesichter und sie hat viele Schlüsselstellen. Eine davon ist der Russisprung. Ja, jetzt stehen wir dann im Russisprung. Von der Kante bis zum Kompression ist dann 110 Meter.
Und hier springen die Läufer zwischen 40 und 60 Meter. Und die springen ganz hoch hier, so es ist ein sehr guter Sprung. Ja, früher war hier dann ganz viele Bäume und die haben wir dann weggebracht und eine Abfahrtsstrecke gebaut, die ganze Strecke hier. Und hier kommt auch dann die Super-G-Strecke bis um die Abfahrtsstrecke und von hier bis hier ist dieselbe Strecke. Mit vielen Kurven, mit weiten und mit engen Radien. Dennoch, Kitzschühel ist auch ein Hochgeschwindigkeitskurs mit Spitzenwerten von über 130 Stundenkilometern. Die Abfahrtsstrecke in Kitzschühel ist gesichert mit fast 2000 Meter mit Hochsicherungsnetz. Zusätzlich haben wir 3000 Meter B-Netz, das heißt 2 Meter hohe Netz. Und das ist entweder einfach, zweifach oder triple. Zwischenseiten und TV-Türme und auch andere Objekte auf der Strecke wird dann zusätzlich mit Matten verdeckt. Einen Sieger hat es in Kitzschühel schon gegeben, als der Österreicher Armin Assinger hier im vergangenen Jahr die Olympia-Generalprobe gewann. Und auch aus deutscher Sicht sollte man sich nicht nur auf die Damen konzentrieren, denn der auch in Norwegen sehr beliebte Markus Wasmeier begeisterte hier mit Platz 8 Zuschauer und Reporter. Markus Wasmeier, ikke fullt så bra utfor altså. Bare nummer 21 her i går. Jager godt nå. Ja, veldig bra. Tror han kommer til en sterk passering. Et 15.04. Og det den nest beste passeringstiden på Markus Wasmeier. Markus, og her kjemper han altså med Armin Assinger om teten. Lå et halvt sekund etter der oppe og greier vel ikke 1.43.75, men det også foran Atle Skårdal. Bei allem Optimismus, die letzten Wochen haben nachdenklich gemacht, aber Angst haben wir nicht, weil wir glauben, dass diese Strecke sehr gut gesichert ist und das wird gut präpariert und wir glauben, das sollte kein Problem für die Athleten hier sein. Aber ein Sturz, dann das könnte immer passieren und von das können wir nichts machen. Die letzten Tage haben wir ganz viele Fragen bekommen und das kostet uns viel Zeit, die Fragen zu antworten. Aber jetzt ist viel ruhiger und jetzt können wir gut arbeiten. Hoffen wir, dass sich die Mühen lohnen werden, denn nur ein Skifest könnte den derzeitigen Skifrust wenigstens etwas kompensieren. Wegen des Todes von Ulrike Meier haben die österreichischen Damen an diesem Wochenende natürlich nicht teilgenommen an den Weltcup-Rennen in der spanischen Sierra Nevada, wo ja im Übrigen im nächsten Jahr die Weltmeisterschaften stattfinden. Also nicht nur eine Olympia-Generalprobe, sondern auch eine WM-Generalprobe auch für die deutschen Damen, die ja schon nominiert sind, die also ohne Nervenbelastung an den Start gehen konnten. Und da gab es im ersten Durchgang eine große Überraschung, denn die Italienerin Roberta Cerra führte plötzlich über fast zwei Sekunden, nicht über, sondern fast zwei Sekunden, 1,93, genau vor der großen Favoritin der Vreni Schneider. Und da konnte man gespannt sein auf den zweiten Durchgang, in den Martina Erdl als Elfte an den Start aus dem ersten Durchgang ging. Wie es ausging, sagt uns nun Marianne Kreuzer. Für Martina Erdl ging es in diesem zweiten Durchgang des Weltcup-Slaloms natürlich auch um wichtige Kombinationspunkte. In der Abfahrt am vergangenen Mittwoch war sie Elfte gewesen. Nach dem ersten Durchgang dieses Slaloms lag sie ebenfalls auf dem 11. Platz. Der Hang sehr schwierig und steil. Es ist die einzige schwarze Piste in diesem Gebiet, das auf 2500 Meter Höhe liegt. Und sowohl die Trainer als auch die Läuferinnen sprachen vom wohl schwersten Slalom in dieser Saison. Die Lenkrieserin mit recht guten Ergebnissen im Slalom bisher. Zweimal war sie Fünfte gewesen und auch heute zeigte sie im zweiten Lauf eine gute Leistung. 1300stel ihr Vorsprung auf die bis dahin führende Läuferin Bibiana Perez. Selbstvertrauen tanken in dieser Disziplin im Hinblick auf die Olympischen Spiele in Lillehammer, das ist natürlich das Ziel von Martina Erdl hier in der Sierra Nevada, wo ja im kommenden Jahr dann auch die Weltmeisterschaften ausgetragen werden. Ein zweiter Rang hinter Bibiana Perez, am Ende hat es doch nicht ganz gereicht. Eine Hundertstel lag sie zurück
und belegte am Ende den 9. Rang. Gleich nach Martina Ertl als 10. Platzierte des ersten Durchgangs, dann Vreni Schneider. Die Führende im Slalom-Weltcup hatte sich gestern für die Startnummer 1 entschieden. Aber Vreni Schneider fuhr im ersten Lauf am heutigen Vormittag viel zu verhalten und lag fast 2 Sekunden hinter der Führenden Roberta Serra zurück. Aber die Schweizerin ist ja bekannt für ihre spektakulären zweiten Läufe, was sie heute wiederum bewies. 89 Hundertstel lag sie bei der Zwischenzeit vor Perez. Und auch im zweiten Teil dieses Durchgangs gelang ihr, das darf ich jetzt schon vorwegnehmen, ein Traumlauf. Man sieht in dieser Einstellung gar nicht, wie steil dieser Hang ist. Flüssig genommen die Passagen, ohne erkennbare Schwierigkeiten. Im Ziel dann eine klare Bestzeit, 2 Sekunden 54 vor Bibiana Perez. Und die Frage war, würde diese Zeit ausreichen, um noch ganz vorne reinzufahren? Hier noch einmal eine Studie der 29-jährigen Schweizerin. 4-mal hat sie in dieser Saison bereits einen Slalom gewonnen. Aber die Besten, die standen heute noch oben. Zum Beispiel Pernilla Wiberg, aber auch sie war nicht ganz zufrieden nach dem ersten Lauf. Lediglich der 8. Rang für die Schwedin, die im Gesamtweltcup derzeit ja führt. Und schon bei diesen Einstellungen sieht man, dass Pernilla Wiberg Schwierigkeiten hat. Der Lauf längst nicht so flüssig wie zuvor der von Vreni Schneider. Und dies machte sich bereits bei der Zwischenzeit bemerkbar. 55 Hundertstel lag sie nun hinter der Schweizerin zurück. Aber ihr Augenmerk galt natürlich auch der Kombination. Dort lag sie klar vor Vreni Schneider nach der Abfahrt. Und sie wollte diesen Lauf natürlich nur herunterbringen, um dann wichtige Kombinationspunkte zu sammeln. In der Gesamtzeit dieses Slaloms blieb sie zwar hinter Vreni Schneider in der Kombinationswertung, aber setzte sie sich vor die Schweizerin. Pernilla Wiberg gewinnt die Kombination vor Vreni Schneider, Bibiana Perez und Martina Ertl. Eine Läuferin stand da noch oben, alle anderen hatten die Zeiten von Vreni Schneider und Pernilla Wiberg nicht erreicht. Es war die Führende nach dem ersten Durchgang, Roberta Serra aus Italien. Überraschend war sie mit der Startnummer 19 nach vorne gefahren, aber im entscheidenden Moment versagten ihr dann die Nerven. Sie wird hier regelrecht ausgehoben. Hier sehen Sie es nochmals in der Zeitlupe. Es siegt also in diesem Weltcup-Slalom in der Sierra Nevada Vreni Schneider vor Pernilla Wiberg. Dritte wird dann die Italienerin Deborah Compagnoni. Und was uns natürlich sehr freut, auf dem 9. Platz zeitgleich mit Christine von Grüningen, Martina Ertl. Sehr viele Medaillen. Favoriten, meine Damen und Herren, für Lillehammer waren bei den deutschen nordischen Skimeisterschaften in Oberstdorf an diesem Wochenende nicht am Start. Eine Ausnahme ist sicherlich Jens Weißflog, der Olympiasieger von 1984, der in diesen Tagen wahrscheinlich wie andere auch sehr oft an die vergessene Olympiastadt Sarajevo, wo er zu seinem großen Triumph kam, zurückdenkt, wo es ja auch heute wieder sehr viele Todesopfer gab und es einem schwerfällt, zur olympischen Tagesordnung überzugehen. Und ich denke, das denken auch sehr viele Sportler. Auf jeden Fall, Weißflog war gestern auf der Normalschanze am Start und hat dort den deutschen Meistertitel geholt. Er hat ja die Umstellung zum V-Stil glänzend geschafft, war ja Zweiter beim World Cup und bei der Vierschanzentournee. Und der 29-jährige Oberwiesenthaler gewann mit Weiten von 87,5 und 88 Metern. Diese deutsche Meisterschaft, der wird morgen natürlich auf der Großschanze auch starten und da berichten wir dann der Sportschau drüber. Die Kombinierer haben gestern ihre Sprünge gemacht, heute sind sie in die Spur gegangen. Insgesamt sind die Sprünge der Kombinierer nicht so weit. Da geben die Japaner und die Norweger den Ton an und da bleibt eigentlich nur das leise Prinzip Hoffnung auf die Bronzemedaille in Lillehammer. Auf jeden Fall wurde für das Team noch der 4. Mann gesucht. Wer es wurde, das sagt Ihnen Hans-Reinhard Scheu. Stell dir vor, es ist deutsche nordische Skimeisterschaft, nur eine Woche vor Olympia in Lillehammer und keiner geht hin. An Petrus lag es nicht, dass sich nur wenige Zuschauer im Skistadion verloren, eher schon an von links nach rechts Thomas Dufter, Thomas Abratis und Roland Braun, die in Oberstdorf durch Abwesenheit glänzten. Günter Abel, eine deutsche Meisterschaft ohne 3, ist das nicht eine Abwertung? Wie sieht das der Trainer? Sicher wäre schön, wenn auch die 3 anderen Athleten, die sich für Olympia schon qualifiziert haben oder die jetzt dort eben ihre Vorbereitung in Ruhpolding machen, die einen harten Weltcup hinter sich haben von Anfang Dezember bis jetzt vor einer Woche,
ist es, glaube ich, doch wichtig, dass wir auch nochmal im konditionellen Bereich etwas arbeiten. Und letztendlich werden wir an der Leistung von den Olympischen Spielen gemessen. Wir hatten die beiden letzten Weltcups noch mitnehmen müssen. Und jetzt ist es eben einfach wichtig, auch nochmal Schnelligkeit, Kraft und auch ein bisschen psychische Ruhe zu tanken. Kontrastprogramm für die beiden Konkurrenten um das vierte und letzte Olympiaticket für Lillehammer. Wettkampfstress, alles oder nichts. Der eine Kandidat, Jens Deimel, 21 aus Winterberg, eigentlich der beste Springer unter den deutschen Kombinierern. Eigentlich. Nur 80,5 und 82,5 Meter, Platz 4 und Rückstand. Platz 1 und Vorsprung waren eingeplant. Ja, haben wir sicherlich anders vorgestellt, besonders beim Probedurchgang. Aber gut, im ersten Durchgang hatte ich nicht so ein Glück mit dem Wind und im zweiten habe ich nicht so einen optimalen Sprung erwischt und hatte ich halt heute keine Chance. Welch eine Enttäuschung. Ein Jahr Training und dann schon bei Halbzeit der letzten Qualifikationschance fast aussichtslos zurück. Der Rivale Falk Schwab. Ich möchte dazu sagen, es ist ja die deutsche Meisterschaft und die ist immerhin auch was wert. Ich werde hier versuchen, meine Sprungleistung, die bis dato nicht gerade überragend waren, zu verbessern. Und wenn ich das schaffe, dann denke ich auch, dass ich bei Olympia dabei bin. Der 22-Jährige hatte in der Windlotterie am Schattenberg das Glück des Tüchtigen. 81 und 82 Meter sowie gute Noten, die halbe Miete für ein Zimmer.